2012 könnte ein Handelsabkommen das Internet für immer verändern. Wir müssen irgendwie noch mehr Geld machen. Aber wir haben doch schon eine Menge Geld. Wir haben doch schon eine Menge Geld. Ein Handelsabkommen, das gegen Demokratie und Menschenrechte verstößt. Weißt du noch den Song, den wir gehört haben, als wir unser erstes Mal hatten? Ich habe ihn illegal aus dem Internet runtergeladen. Aber wieso ist das auf einmal so ein schlimmes Verbrechen? Wegen ACTA. Was? Akne? Nein, ACTA. Aktien? Nein. ACTA. Ach, ACTA X? Nein, einfach nur ACTA. ACTA. Ach, ACTA. ACTA macht euch zu Kriminellen. Mit ACTA können wir jeden verklagen, der eine Urheberrechtsverletzung im Internet begeht. Wenn wir Bock haben, können wir das ganze Internet zensieren. Geil, Mann. Das heißt, wir verdienen noch mehr Geld und müssen noch weniger dafür tun? Du musst dich wehren, Jack. Wir gründen eine Untergrundbewegung. Aber wie sollen wir etwas gegen ACTA ausrichten, Michael? Wir setzen uns Masken auf. Setzt euch Masken auf. Und? Haben wir schon was bewirkt? Noch nicht ganz. Moment! Wie bekommen wir die Politiker dazu, ACTA durchzusetzen? Wir schenken ihnen einfach schöne Autos. Michael? Ja? Ich glaube, das war eine Scheißidee. Ich bin für ACTA! Dann werden wir sie nicht mehr wählen! Ich bin gegen ACTA! Dann bekommen sie kein schönes Auto. Ich bin für ACTA! Aber sie können doch nicht machen, was sie wollen! Doch, sie sind Politiker. Wer sind die wahren Kriminellen? Wir brauchen einfach mehr Leute mit Masken. Gründe doch eine Facebook-Gruppe. Ich bin für ACTA! Wer steckt dahinter? Am 11. Februar sollen alle auf die Straße gehen und Masken aufsetzen. Ich versteh's nicht. Wenn genug mitmachen, können wir Akne besiegen. Hinter ACTA steckt nur Geld. ACTA, der Film. Demnächst leider nicht nur im Kino. Und wie lange musst du hier sitzen? 5 Jahre. Ich habe mir einen Song illegal aus dem Internet geladen. Und du? 3 Jahre. Ich habe eine Frau vergewaltigt. Eine satirische Darstellung zu einem eigentlich sehr ernsten Thema. ACTA bedroht das Internet, wie wir es im Moment kennen. Doch zusammen können wir etwas tun, zusammen haben wir eine Stimme. Deswegen, habt ihr weitere Infos, habt ihr Meinungen, schreibt's in die Kommentare. Und verbreitet dieses Video, sagt allen, was ACTA ist. Und schaut auch mal in die Infobox, da stehen noch weitere Sachen, Tipps, die ihr tun könnt. Jetzt könnt ihr weiter Waititi gucken, wenn ihr wollt. Noch gibt es YouTube. Entweder ihr schaut euch eine Liebschaft an zwischen mir und einem iPhone 4S oder ihr schaut euch noch einen Trailer an. Welt wie immer weise. Wir sehen uns nächsten Freititi-Tag.